Ja, es ist mitten in der Nacht. Uns fehlt noch immer ein Schlüsselfragment und ja. Haben zumindest die Insel gefunden. Da. Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Das ist so ein bisschen. Wo? Wo zum Kack? Wo zum verdammten Mist? Ja, wir müssen suchen. Oder einfach Glück haben. Vielleicht da drüben einfach eine. Ich hoffe es mal. Wäre doch nicht schlecht. Sind zu viele Felsen, das ist so. Ja. Wir dürfen nicht so viel rammen, sonst sind wir ganz schnell schiffbrüchig. Da, wir haben's. Oh Gott. Ich glaub's nicht. Ich glaub's wirklich nicht. Es ist so hübsch bunt. Ohne Segel besser voran. Nö. Na komm. Die geröstete Trüffel. Unser guter geröstete Trüffel, also ernsthaft. Die Insel sieht zu gut aus. Haben wir noch? Ja, wir haben ein bisschen was, aber wir sollten halt wieder nachlegen. Das wundert mich vor allen Dingen. Ja. Jetzt nun, ja, so schnell das letzte Fragment zu finden. Also, aber so gesagt, dass man das so schnell gefunden haben. Ich habe es ernsthaft nicht erwartet. So gar nicht. Die Insel ist ja auch mickrig.
werden definitiv dann unser Schiff nochmal reparieren. Und ja, dann dreht zum, ja, hier zum Portalbums da, also zum Portaldings da. Das nächste Kapitel. Aber eigentlich der letzte Schlüssel ist meistens in der Nähe. Also vom Schlüsselding. Geister der Unterwelt, wir tauchen auf, verfolgen und wofür kämpfen? Also wofür kämpfen wir? So. Und dahin müssen wir wieder. Da, da. Und hier rüber, hier. Hopp. Jetzt geht, also der Runterweg ist definitiv einfach. Das Problem ist, die Insel zu finden. Das war so das Problem. Na denn noch? Das doch nur. Egal, wir können das sonst auch immer dann an Land gehen. Jetzt müssen wir auf Halbmast, wenn wir jetzt ein bisschen Orientierung brauchen. Aber hier sind wir gekommen, also ist das richtig. Dann hier irgendwo rüber. Wir müssen halt wegen Felsen und so aufpassen. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass wir keine Heime getroffen haben. Das war so ein bisschen meine größte Befürchtung, dass uns der Hai nochmal schnappt. Wir werden das Boot dann nochmal reparieren. Ja. Da können wir dann direkt ins nächste Kapitel und stürzen scheinbar. Wenn nichts Schlimmeres noch passiert, was, ja, was ich nun eigentlich nicht hoffe. So, jetzt können wir. Wieso? Beim besten Willen, das ist doch... Ah. Wir hätten es wahrscheinlich schon vorher reparieren können.
Ja, unser Ausdauer sinkt. Wir haben uns jetzt mit zum Futtern. Da kann man halt auch nicht ändern. Ja, die Ausdauer sollte eigentlich dann wieder hochgehen, wenn wir dann im nächsten Kapitel sind. Ich hoffe es zumindest. Werden wir ja dann sehen. Und das ist so gesehen das Fragment, was uns gefehlt hat. Auf geht's. Ja, immer diese Treppe drüben steigen für Arme. Ich sage, wir sind die Treppe jetzt so oft schon hoch. Ich sage, wir brauchen Fahrstuhl. So, da geht ein Gieren. Muschel rein. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben den Zorn überstanden. Der Kraken hat die Stadt zerstört. Und auch alle Boote. Also es scheint zumindest ein Kraken zu sein. Und es gibt haufenweise Tote. Die dritte Überfahrt, Bündnis. Hört sich zumindest angenehm an. Ihr erst wurde verehrt, dann wurde ein Stich gelassen. Die Menschen sind weggesegelt. Der Kraken ist aber hinterher. Die Menschen fanden etwas Neues zum Anbeten, was ihnen heilig war. Doch der Kraken war verärgert und hat sie angegriffen, hat die ganzen Menschen zerstört und getötet. So. War Bündnis? Haben sie sich wieder vertragen? Zwei Sachen fehlen uns noch. Hier wartet unser Boot. In die Überfahrt. Ins Totenreich. So kommt es mir zumindest vor. Es ist viel chilliger hier so. Jetzt müssen wir wieder langsam aufpassen. Der Kraken erhebt sich. Takte, ein Kraken.
Kerken, die Menschen getötet hat, die Zivilisation zerstört hat. Am Ende ist er sogar hinter uns her. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen. Die raue See. Was wieder passiert? Wir hätten die Felsen gerammt. Durch die hohen Wellen sieht man die Felsen halt nicht. Deswegen immer aufpassen bei rauem Meer. Bei rauer See. Hohe Wellen bedecken das, was uns gefährlich werden kann. Können uns auch davor beschützen. Die Korallenriffe, das werden Korallenriffe sein. Die Überfahrt kommt mir immer länger vor. Die See wird immer gefährlicher für uns. Sogar ein Hai. Da war doch... Da war doch schon wieder ein Hai. Die Meer beruhigt sich so langsam. Nein. Genau deswegen. Das soll nicht passieren. Graue See ist nicht auf unserer Seite. Und scheinbar auch nicht die Tintenfische. Wir haben das Boot erst repariert. Oh Mann. Wir können es direkt nochmal neu reparieren. So. So, da brauchen wir auch halt wieder ein Seil. Besser ist besser. Sag schnelles Schwimmen. Um die Korallenkrone zu gewinnen, schwamm Sarg in einer klaren Nacht mit den Spiegelungen von Mutter Mond. Von Mutter Mond. Durch die immer klare Bucht, nimm ihren Segen und schwimme mit Sargs Anmut. Und selbst ist es den Ausdauerverbrauch beim Schwimmen deutlich reduziert. Ist nicht schlecht, aber wir schwimmen halt nicht und die Strecken zu schwimmen ist semi.
Imhaltsarme, der Wagen der Zeit stoppen gierig nach Imhalts Brut, aber sie heilt ihre Brut mit vielen Armen fest zum Klammern und wartet auf einen Wandel der Gezeiten, erhöht geringfügig die Anzahl der Tragplätze, den Inhalt nicht verloren gehen, wenn dir dein Unheil zustößt. Geringfügig ist so eine Sache. Aber geringfügig, also für uns ist das halt irgendwie sinnvoll. Wir können im Grunde auch beides kaufen, aber ja. Wir haben halt eigentlich genug. Aber wir werden eh den Speer dann mitnehmen. Weil das ist bis jetzt so. Der Speer ist so ein bisschen das, was uns momentan am meisten geholfen hat. Wir müssen ins Licht gehen. So, mal schauen. Was haben wir denn nun? Genau, jetzt haben wir hier den Imhalts Arme, den Speer und den Bogen. Aber wir bleiben natürlich dabei. Wir können halt leider nur eins mitnehmen. Und damit schauen wir mal, was uns im nächsten Kapitel erwartet. So, Segel setzen. So. Mit dem Wind zu segeln, ich muss das langsam lernen. Aber. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es bis zum Ende, dass wir das hinkriegen. Ich glaube zwar nicht dran, aber wäre halt irgendwie sinnvoll, bis dahin das hinzubekommen. Speichert hat er. Und er lädt. Der Wendepunkt. Kapitel 4. Ja, sieht ähnlich aus. Wendepunkt würde heißen, wir müssen wenden, aber. Ah, das ist eine Insel und da ist direkt sehr schön. Nur mit den Segeln tue ich mich noch immer schwer. Das Meer scheint zumindest etwas ruhiger zu sein, was uns sehr gelegen kommt. Weniger Gefahren, also ich habe nichts gegen weniger Gefahren. Wir haben hier definitiv gefährlich genug gelebt. Da sind ein paar Schweinchen. Können ein bisschen Gras wieder mitnehmen.
Der Dickerschen. Komische. Bräuchte man halt eigentlich noch wegen der Axt. Eigentlich. Stöcke, 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 haben wir noch Stöcke, wir haben keinen einzigen Stock, aber das ist ja okay, so können wir eigentlich auch mitnehmen. Die Bären, okay, die können wir eigentlich schon später mitnehmen, die vergammeln ja nicht, wenn sie am Baum, also am Baum, am Busch, wenn die Bären am Busch sind, wären sie ja nicht schlecht. Vielleicht wenn wir auch ein bisschen Fleisch mitnehmen, wäre vielleicht ja, wäre völlig ganz sinnvoll. Aber erstmal klettern wir. Wir brauchen ja hier so einen vernünftigen Ausblick. Also wir müssen erstmal eine Grundorientierung, wo wir hin müssen. So. Damit wären wir da schon mal oben. Und ich sehe, dass ich nichts sehe. Nicht wirklich. Also, dass wir irgendwo da hin müssen. Da ist ein Blitz. Deswegen würde ich ja sagen, wir müssen in die Richtung. Das ist, ja. Und orientieren, toll. Folge dem Blitz. Umschlungen von Finsternis geben wir unseren Blutdurst nach. Unseren Blutdurst nach, ja. Das klingt nach nichts Guten, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn die schon ganz, ja, wenn schon die ganzen abgeschlachtet wurden von den Kragen, mit dem Blutdurst, Rachegelüste und alles. Ich kann es schon irgendwie verstehen. Aber ob das wirklich der richtige Weg ist? Eigentlich würde ich sagen, wir kriegen den Großen hier noch ein bisschen klein. Dickerchen. Dickerchen. Matsch. Wieso haben wir... Für mich hat ein bisschen gemobbt. Warum war das Messer ausgerüstet? Ich muss jetzt mehr darauf achten, was wir gerade ausgerüstet haben. Fails am Ende. Komm schon mal, Dickerschen. Hier hin. Also den kriegen wir jetzt definitiv hin, dann kriegen wir noch unsere Axt hin. Wenn wir die Axt haben, ja, ist nur die Sache. Tja! Brav. Das
Fleisch ist auch nicht schlecht, aber vor allen Dingen wegen der Dornkrone war das jetzt. Wie mit der hier. Können wir uns endlich zu den Hammers sogar, nicht die Axt. Oh, Axt brauchen wir Schatten, Terrorkiefe. Noch ein Kiefer, oder wie, oder was? Moment. Wie, Kiefer, okay. Ich hab keinen Kiefer. Machen wir erstmal den Hammer. Weil ich keine Ahnung hab. Hammer hergestellt, okay. Ist wenn die Sache, für was brauchen wir den Hammer? Feuer. Anker. Bambus Rumpfstachel. Beutegestell.